Guten Morgen, es ist Samstag, der 20. Januar 2024 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für die baldige Durchschnittsberentung von Ricarda Lang, den Podcast für radikale Geheimplanungen aller Art. Mein Name bleibt ganz offiziell Paul Brandenburg und amtlich bleiben uns auch meine zwei Bitten einerseits. Tatsächlich wird es dann aber beim Thema Krieg sehr unlustig, sehr schnell. Da hat es dieser Tage auch einen Journalisten getroffen, beziehungsweise tatsächlich einen echten und verbleibenden. Jetzt gibt es einen weniger, der US-amerikanische Journalist Gonzalo Lira, so schreibt unter anderem TKP, ist im Gefängnis der Ukraine verstorben. Er war aufgrund seiner Kiew-kritischen Berichterstattung aus der Stadt Charkiw, die er über YouTube verbreitet hat, bekannt geworden. Sein Tod wurde vom US-Außenministerium schon bestätigt. Laut Informationen seines Vaters sei Lira, der bereits im Sommer über Folter im ukrainischen Gefängnis berichtet hatte, die medizinische Versorgung untersagt worden. Das, sagt TKP, ist ein Klassiker. Durch die unterlassene Hilfe lässt man den unerwünschten Häftling langsam sterben. Dokumentiert wird das dann als natürlicher Tod. Lira ist eben damit bekannt geworden, dass er die Selenskyj-Regierung und dieses Oligarchenregime um ihn rum immer wieder scharf kritisiert hat. Und die USA hat bei Inhaftierung damals auch jeden Protest unterlassen, hat es einfach billigend in Kauf genommen, dass das so passierte, weil, so die Unterstellung, das Ganze eben auch der US-Politik nicht wirklich passte. Und auch wenn wir unsere Stunde schon wieder überzogen haben, ihr beiden, das Thema die Kriegstreiberei in der Ukraine ist ja auch bei uns gerade hochaktuell und findet ja sozusagen unter diesen Bauernprotesten im Hintergrund, beschäftigt eigentlich die Politik, wie es scheint. Da wird gestritten zwischen den Regimeparteien bei uns, ob man nun Taurus-Marschflugkörper liefern soll oder auch nicht. Kanzler Merkel ist ja noch dagegen und wie die FAZ schreibt, hat eben auch auf Vorgabe der SPD-Parteiführung jetzt der Bundestag gerade wieder dagegen gestimmt, obwohl die CDU-CSU-Fraktion das nun gerade machen wollte. Wir wissen, dass ja auch die Grünen dafür sind und das gern hätten. Die SPD stellt sich noch dagegen. Und Friedrich Merz, Milena, sagt nun in einem Fokus-Interview, wer Frieden will, der muss zum Krieg bereit sein. Bekräftigt das und schließt dann tatsächlich, das ist kein Scherz, ich musste es mir auch noch mal angucken, tatsächlich mit dem Hinweis, er frage sich, Fritze Merz, ob Willy Brandt zum Beispiel in einer solchen Situation mit solcher Arglosigkeit gestritten hätten, wie das jetzt Merkel tut. Also er nimmt Brandt in Haft oder versucht Brandt anzuführen als jemand, der Krieg wollen würde mit Russland. Ja. Um Krieg verrückt weiter zu treiben. Die Frage dahinter ist natürlich, Merz bringt sich als Kriegskanzler in Stellung, würde ich sagen. Wie siehst du das? Ich sehe es so, dass jetzt die Angst vor Donald Trump in Amerika umgeht. Also die Angst, dass er dort wieder Präsident wird, die geht hier um, in Europa. Ja, weil Trump hat ja im Grunde gesagt, dass er die Unterstützung für die Ukraine einstellen will. Kein Geld und keine Waffen, ja. Und dann kommt Fritze Merz tatsächlich auf die Idee, dann müssen es die Europäer richten. Das ist schon sehr, sehr lustig. Ich meine, und dann sagt er den Satz, wer Frieden will, muss zum Krieg bereit sein. Was für ein Satz, Wahnsinn, ja? Und er sagt dann auch noch, was er damit meint. Er will der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung stellen. Und dann sagt er, diese Marschflugkörper könnten die Kertschbrücke zur Halbinsel Krim zerstören, dem wichtigsten Nachschubweg für die russischen Invasionsstreitkräfte. Und ich frage mich, ist das schon eine Art Kriegsansage an Russland? Will Merz Krieg? Also so hört sich das an. Hm. Liebes BlackRock, kannst du den kleinen Friedrich wieder bitte aus dem Bällebad zurückholen? Ja? Also ich denke, es sieht am Ende eher so aus. Also kommt Trump an die Macht, hält er sein Wort, dann muss der Krieg beendet werden. Wie auch immer. Hm. Dann wird wahrscheinlich die Ukraine auch ihre Ostgebiete verlieren. Aber es wird sehr viel Menschenleben retten. Ja? Also all diese jungen Leute, die jetzt als Kanonenfutter an die Front geschickt werden, die können dann überleben. Also ich muss wirklich sagen, dass ich mir fast so eine Option wünsche. Skandal, das ist also Trump, offener Trumpismus in diesem Podcast. Ja, aber das hätte ich nie gedacht, dass ich jemals so denken würde, aber die Zeiten ändern sich. Ich habe es kommen sehen irgendwie, mir geht es ja ähnlich. Also es gab, wie ich sagen muss, vor einiger Zeit war es mir noch fast so ein bisschen peinlich, hinter Trump stehen zu müssen. Mittlerweile mache ich das ganz offen, es tut gar nicht mehr weh. Das liegt auch an solchen Dingen, eben wie besagten Theaterstückaufführungen. So irgendwann ist er einfach das kleinere Übel. Und Matthias, da wird halt derartig offen gehetzt. Es wird derartig offen angekündigt, dass wir nun gegen Russland zu Felde ziehen müssen. Wir haben es hier auch schon erwähnt. Pistorius kommt immer wieder mit angeblichen 5 Jahren, die wir noch hätten, bis der böse Russe einfällt. Und selbstverständlich wird das Ganze auch verbunden mit diesem Demokratie-Narrativ, weil ne, da ist Habeck einmal wieder die Klammer. Habeck warnt ja davor, dass die AfD, Achtung, Zustände wie in Russland haben möchte. Da schließt sich dann der Kreis, weil das Wahlvolk, zumindest aus Sicht von Robert Habeck, ist ja auch nicht sonderlich schlau. Und die Bild-Zeitung, damit sind wir noch bei den Medien, schießt bei der Gelegenheit gegen, wie sie schreibt, Feministin Alice Schwarzer, 81, die Blase zum Hassangriff gegen FDP
Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie wirft der Politikerin vor, die Busenfreundin der Waffenindustrie trägt mit ihrer Kriegspropaganda zu täglich mehr Vergewaltigungen und Toten bei. Bild befindet ein ungeheuerlicher Vorwurf. Also Matthias, da läuft die Propagandamaschinerie doch wirklich auf Hochtouren, und du als früherer Offizier, ich meine, du hast da sicherlich die feinsten Antennen für. Die wollen alle, dass es knallt, oder siehst du es anders? Ja, nee, ist so. Und auch noch aus einem anderen Grund. Nicht weil ich selber im Range eines Offiziers einen freiwilligen Wehrdienst geleistet habe, für 4 Jahre übrigens. Die andere Beobachtung oder die Einschätzung kommt dann daher, dass ich auch bei der NATO mal ein größeres Projekt gemacht habe und da recherchiert habe, damals zum Kosovo-Krieg, also ist auch ein paar Jahre her, aber an der Kriegspropaganda ändert sich ja in den Strukturen nichts. Die ist auch so alt wie die Menschheit. Und das ist schon sehr bedenklich. Also eigentlich können wir die Jahreszahlen jetzt schon sehr genau sagen. Also in 5 Jahren soll das losgehen, wird das losgehen, wie man das inszeniert, wer warum mit wem, das ist am Ende auch egal. Ne? Wenn das dann knallt, wird es sehr ungemütlich. Und eins stimmt mich sehr bedenklich, das sind diese immer größer werdenden NATO-Manöver. Also so im Jahresrhythmus kriegen wir jetzt immer das größte Manöver aller Zeiten. Ich darf auch mal am Rande daran erinnern, dass eins mal abgesagt werden musste wegen eines Virus, der da plötzlich ums Eck kam. Das war 2020 im März. Da wurde diese große Logistikübung abgesagt, bei der sehr viel Material nach Osten geschafft werden sollte, auch nach Georgien zum Beispiel. Ja, und jetzt, ich zitiere mal das ZDF-Heute-Journal von Donnerstagabend. Da hat die Nachrichtensprecherin einen sehr dämlichen Text vorgelesen, den man ihr aufgeschrieben hatte. Und da hieß es, die NATO würde einen Angriff Russlands proben. Also nicht die Verteidigung eines oder Abwehr eines Angriffs, sondern sie proben den Angriff. Also sagen wir, also Moment mal, freudsche Fehlleistung, was auch immer. Also es ist so irre verdreht und so krank. Was ich fordere, ist ganz einfach, ein Sondervermögen für schwere Verhandler. Und das ist wirklich an der Zeit. Und da hat mir Sarah Wagenknecht diese Woche sehr gut gefallen beim Lanz, die da wirklich in sehr besonderer und klarer Art und Weise über dieses Thema immer wieder spricht und damals auch mit Alice Schwarzer vor knapp einem Jahr in Berlin ja auf der großen Demo gestanden hat. Mit der für mich persönlichen großen Enttäuschung, dass daraus eben keine Friedensbewegung wurde und immer noch nicht wurde. Und auch dieses Jahr zu Ostern wird es keine geben, wenn die Menschen nicht endlich mal die Glotzen aufmachen. Und das ist sehr, sehr traurig, was da gerade läuft, weil wir rennen sehenden Auges in eine Katastrophe, wenn wir diese Leute weiter gewähren lassen, diese Falken. Vom Schlager einer Strack-Zimmermann, das ist furchtbar. Tja, ein Fazit, dem ich bei aller Schwermut mich nur anschließen kann, auch zum Ende dieser wieder mal sehr lang gewordenen Stunde.